Ich zeige mal die Arbeitsspeichermodule, die ich habe. Erstmal das hier, das sind die ältesten. Hier sind nur drei Chips drauf. Einer davon ist vermutlich ein ROM oder so, aber ich weiß es nicht genau. Dann werden das schon mehr Chips auf einen. Ich schätze mal, die Kapazität von einem von dem ist wahrscheinlich so einen halben Megabyte oder so, ein oder vielleicht 2 Megabyte pro Modul. Hier haben wir dann schon diese hier, wo ich natürlich nicht, oder was heißt natürlich, also ich weiß nicht genau, wie man dieses Format hier nennt. Hier haben wir sogar Chips von Siemens drauf. Die Kapazität bei denen hier schätze ich, hier ist jetzt 8M, also ich schätze mal 8 Megabyte hat das gesamte Modul. Ich weiß dann nicht, ob die hier älter oder neuer sind, so genau habe ich jetzt nicht geguckt. Und hier kommen wir dann in einen Bereich, wo ich schon etwas mehr Bescheid weiß. Das ist hier der SD-RAM genannt. Und hier haben wir, was für eine Kapazität hat der hier? 256 Megabyte, also ein Viertel Gigabyte. Ein Viertel Gigabyte hat hier einer. Dann haben wir hier, ich meine auch, einen halben Gigabyte pro Modul. Nee. Mal gucken, steht da was? Ach so, das ist auch ein Viertel Gigabyte. Warum habe ich zwei Stapel? Ach so, ja, der ist auf dem falschen Stapel gewesen. Also, der hier hat 128 Megabyte, also ein Achtel Gigabyte, ein Viertel Gigabyte, einen halben Gigabyte und die hier haben einen ganzen Gigabyte pro Modul und das ist SD-RAM. Das heißt, das ist noch kein DDR-RAM, sondern ja, das ist der Vorgänger davon, Single Data Rate RAM sozusagen. Und das eine vermute ich hat 2 GB sogar, dieses eine Modul hier. Und dann kommen wir in den DDR-RAM-Bereich, das ist DDR2. Mir fällt gerade auf, dass hier auch DDR steht, also ist das hier vermutlich dann DDR1. DDR2 512 Megabyte, also einen halben Gigabyte pro Modul. Dann ist der ganze Block hier 1 GB. Jeweils, also das sind 1 GB Module für DDR2. Dann haben wir DDR2 2 GB Module, also wo jedes einzelne 2 GB groß ist. Dann habe ich hier für Laptop Arbeitsspeicher, da habe ich mir auch schon 2 DDR3 Module rausgeholt, die zusammen 4 GB groß sind. Das kommt in einen Rechner, das nehme ich heute mit. Das hier sind DDR2 Module mit 2 GB jeweils. Auch ein ziemlicher Stapel. Was heißt, wenn wir jetzt ein DDR2 Gerät haben mit 4 Slots, dass wir das auf 8 GB aufrüsten können damit? Das ist schon mal eine Hausnummer. Haha. Dann haben wir hier noch 4 GB DDR3 und 16 GB DDR3. Und mir fällt gerade auf, ich habe mich vertan. Das ist ja DDR2 gewesen. Das ist DDR3. 2 GB DDR3. Ja, und das ist das größte einzelne Modul, was ich habe. Das sind 16 GB DDR3. Und das hier, das sind so, mal sehen, so. Das sind hier so nur Terminatoren, also nur so leere Platinen, die in leere Slots reinkommen für ein Arbeitsspeichermodulformat, das ich jetzt gar nicht kenne. Das ist vielleicht Rambus oder so. Dann ist hier ein, ich glaube, 4 GB oder 1 GB. Naja, ein Modul. Und das ist ein Server-RAM. Und der hat ECC, deswegen ist da so ein Chip in der Mitte noch. Das heißt also, der macht so Prüfsummen beim Schreiben und Lesen. Und das gleiche gilt für den hier. Und das ist auch ein ziemlich großes Teil. Ja, das sind meine Arbeitsspeichermodule. Am stolzesten bin ich natürlich auf die alten. Und natürlich von der Quantität auf die 1 GB Module. Schade ist nur, diese ganzen 1 GB Module werden vermutlich niemals irgendeine Verwendung finden, weil ich erstens ja schon die 2 GB Module habe. Und selbst die wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen werden alle. Und einfach weil Geräte mit DDR2 sind ziemlich langsam und alt und keiner will die mehr haben, außer ich. Und ich habe gar nicht den Platz, so viele Geräte davon zu haben. Und wenn ich welche hätte, wie gesagt, würde ich die 2 GB Module da rein tun. Dafür
findet man vielleicht noch Verwendung für ein Museum oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Leute gibt, die alte Rechner wieder in Betrieb nehmen, um ihre alten Spiele da drauf zu spielen oder ähnliches. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass gerade diese sehr alten Formate hier, vielleicht auch das hier noch, deswegen irgendwann schon an Wert haben könnten. Das hier glaube ich eher nicht. Ich vermute mal, dass die niemals irgendwie begehrt sein werden.